Hallo, mein Name ist Ben Marx. Ich möchte das Modul Informatik 1 vorstellen. Ja, Bücher zur Ingenieurinformatik, die haben normalerweise 2 Seiten. Das ist ein Computer und dann 382 Seiten. Lasst uns programmieren. Und programmieren ist wichtig, das ist heutzutage wie eine Fremdsprache. Aber um zu wissen, was man dabei tut, sollte man erstmal wissen, wie ein Computer funktioniert. Und das ist die Aufgabe der Informatik 1. Quasi das Prequel zu den Grundlagen der Programmierung unserer Informatik 2. Prequel, aber nicht nur das. In Informatik 1 lernen Sie auch einiges, was eigentlich heutzutage zur Allgemeinbildung gehören sollte. Zum Beispiel, wie das Internet funktioniert. Wirtschaftsingenieure, das sind die Schweizer Offiziersmesser in Industrieunternehmen. Die bekommen jede Dose auf und können in Industrieunternehmen sehr vielfältig eingesetzt werden. Aber was hat Industrie eigentlich mit Informatik zu tun? Das klingt vielleicht schon ein bisschen anders, wenn man fragt, was hat Industrie eigentlich mit Digitalisierung zu tun? Denn Digitalisierung ist ja Informatik. Erstmal beantworten wir diese Frage, indem wir uns anschauen, was zwischen Golf 1 und Golf 7 anders ist. Oder wie es heutzutage in der Produktion aussieht. Aber dann geht's zu Adam und Eva. Computer, die sind ja aus Milliarden von Transistoren aufgebaut und wir schauen uns an, wie sie ganz unten an der Basis funktionieren. Da gibt es auch was zum Spielen, zum Beispiel hier, indem man dieses NAND-Gatter umschaltet. Oder wenn man mehrere von diesen NAND-Gattern zusammenschaltet, dann kann man einen Flip-Flop daraus bauen und auch hier lässt sich interaktiv ausprobieren, wie das funktioniert. Wenn man ganz viele Gatter nimmt, dann kommt man zum Prozessor und da sind natürlich Elemente drin, die richtig rechnen können. Wie zum Beispiel dieses Addiernetz hier, das man auch interaktiv bedienen kann. Wir hangeln uns von dort weiter zu den Textrepräsentationen und auch zu den Repräsentationen von Bildern und Audio. Ja, dann wenden wir uns der anwendungsorientierten Seite zu, vor allem erstmal der Frage, wie man Daten so speichert, dass man dabei möglichst wenig Platz verbraucht, denn der kostet Geld, oder wie man Daten so speichern kann, dass sie vor dem unbefugten Zugriff durch Dritte geschützt sind. Natürlich darf auch die Betrachtung von Sicherheitsschwachstellen dabei nicht fehlen. Und dann kommen wir zu den Rechnernetzen und dem Internet. Danach können Sie einen Access Point von einem Router unterscheiden und noch viel mehr. Ja, am Ende geht es dann noch zum Datenmanagement. Ein ganz wichtiger Aspekt, unverzichtbar für die Datenschaufelei in einem Industrieunternehmen. Und ja, damit bin ich am Ende. Ich würde mich freuen, wenn wir Sie bald hier an der Hochschule Esslingen begrüßen könnten. Weitere Informationen gibt's hier. Tschüss!